Wir befinden uns heute hier bei der ersten Sitzung nach dem Lockdown, die vierte Sitzung des Südtiroler Monitoring-Ausschusses. Es ist eine wichtige Sitzung, weil wir über die Thematiken sprechen. Wir sprechen über Rechte von Menschen mit Behinderungen in Corona-Zeiten. Wir wissen, dass es eine sehr schwierige Zeit war. Und wir sprechen eben auch über Lösungen und Forderungen, die der Monitoring-Ausschuss hat. Zudem haben wir bei diesem Treffen auch die Direktorin der Südtiroler Verbraucherzentrale, die Frau Dr. Bauhofer, eingeladen, die uns ein Projekt vorgestellt hat zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Südtirol. Während der Corona-Krise haben sich viele Leute mit physischen Beeinträchtigungen schwer getan, weil ihnen der Kontakt gefehlt hat und sie sich schwer getan haben mit den digitalen Hilfsmitteln. Und für viele war auch ein Problem, weil die Büros zu hatten und weil sie es gewohnt waren, diese zu benutzen und eben die Büros und die Werkstätten und so haben alle zu gehabt und sie waren das einfach gewohnt und konnten sich noch schwer umstellen. Ich war heute hier beim Monitoring-Ausschuss der Gleichstellungsrätin, um über zwei Themen zu berichten. Zum einen über ein nationales Projekt, das heißt All Inclusive, und es geht darin unter anderem um Beeinträchtigungen. Wir haben versucht, im ganzen Staatsgebiet darauf aufmerksam zu machen, wo es Probleme gibt für Menschen mit Beeinträchtigung. Der andere große Schwerpunkt, über den wir heute gesprochen haben, das waren die Rechte der Passagiere im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs. Hier setzen wir uns als Verbraucherzentrale im Rahmen der Qualitätscharta für diese Rechte ein.